gekommen. Ich habe dich erwartet. Oh, niemand da, um uns zu empfangen. Geh, ist das eine Scheißhitze, Alter, ey. Sommer 2018. Hier, aber der gute DSD weiß was, wie man sich abkühlt, ne? Werbung. Achtung hier. Star Wars Galactic Iced Lollies. Super. Gibt's jetzt im Netto. Eigentlich wollte ich nur den Karton haben. So sieht das Eis aus. Also ich habe das heute auch schon ein bisschen rumtransportiert. Vielleicht sind die schon ein bisschen geschmolzen. Machen wir mal hier den Test, wa? Okay. Ja. Hm. Also Vanille und Schokogeschmack. Also irgendwie das Eis und... Oh, das ist kalt. Hm. Ich war einkaufen. Ich packe das mal eben zur Seite. Also ich habe nicht nur Eis gekauft, sondern wieder... Es gab Figuren. Habe ich überhaupt schon Hallo gesagt? Nee, ne? Also Peace and Justice, herzlich willkommen. Hier ist dieser Midnight Figure Feature, Sommer Feature, was auch immer. Und zwar ein paar Figuren geholt. Gut, den gleich zweimal, weil einen packe ich aus und mache eh ein Special darüber. Hier gab es jetzt für 5,95 hier in Dortmund in so einem Billigladen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, an der Ranolli-Kirche da halt. Habe aber jetzt auch bei Wolwart auch Figuren gesehen für 5,95 oder irgendwie so, oder 5 Euro. Und diesen Dings hier, wie heißt er, den Hesk-Thug, wollte ich eh haben, den Tuk, ne, für Kantina halt, auch wenn er bei Mascanata da drin war, aber egal. Hier noch so einen Piloten, kann man auch auspacken, die hatten noch hier diesen Resistance-Roboter da, diesen blauen und so weiter, Rebels-Layer noch, könnte man sich natürlich auch geben, also da hätte ich auch schon Bock drauf. Wollte ich kurz zeigen, wie gesagt, ich packe die eh aus und dann kommen die ja eh als gesondertes Special halt wieder. Ja, ein Kissen auch noch geholt. Hatte ich Bock drauf. So ein kleiner Todesstern. Ne? Für 3 Euro kann man das mal mitnehmen, habe ich mir gedacht. Ja, hält wahrscheinlich eh nicht lange. Aber jetzt habe ich halt ein Todessternkissen Spitze. Dann habe ich noch... Ach genau, Geschenke-Video kommt später. Ja, das kriege ich jetzt nicht auf. Hier noch so ein Death Star Ballon geholt. Ballon. Wasserball. Ja, was denn? Mit Pumpe, Durchmesser 33 cm, ohne Pumpe 50 cm. Was soll das denn? Hier, guck mal. Also wenn ich mit Pumpe benutze, wird er nicht so groß, als wenn ich ihn von so aufpuste oder was. Wenn ich jetzt hier das Kackding noch abkriegen würde. Ich würde ja mal sagen, wir gucken mal, ob der cool aussieht. Ich nehme mal eben noch einen Stormtrooper Brain. Und dann schauen wir mal, ob ich ihn aufpusten kann, ne? Jetzt wird geblasen. Sicherheitshinweise, ich glaube, danach brauche ich ein Bier. Also der kann keine 50 cm, der hat 50 cm Durchmesser haben. Ja, ich probiere dann mal. Ist der überhaupt schon offen? Ja. Da geht's schon los, Alter. Ey, ich bin ein Honk, ey. Wahrscheinlich ziehe ich jetzt da dran und dann ist die Scheiße direkt ab. Ist ja nicht so, dass mir schon ein Zahn abgebrochen ist, ne? Alter, bin ich zu doof für die Scheiße oder was hier, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg diesen Nöppel hier nie rausgezogen. Das Ding direkt gleich wieder im Arsch, weißt du? Da haben wir es nämlich dann wieder. Boah, krieg ich Zahnschmerzen von. Ich hole mir jetzt eine Zange und ziehe das raus, Alter. Boah! Also ist also Gegenventil. Ja, war schön der Todesstern. Das mit dem Aufblasen lasse ich dann wohl. Nein, ich guck mal eben. Alter, ich bin jetzt schon nass geschwitzt, ja? Ja, er wird langsam. Alter, mein Kopf ist gleich größer als der Todesstern. Ein Eis. So, tut weiß. Boah, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Ich muss gleich zu Bruder erstmal ein Bier holen. Ja, ich mach das mal im Zeitraffer. Ich mach das Video morgen weiter. Quatsch.
Aber da geht's ja kaputt. Ich mache ja jetzt nicht in 10 Minuten Blasen. Boah, Alter. Aber man sieht ja, ist ja der Todesstern 2. Vielleicht muss da gar nicht mehr Luft rein. Ich habe auch keine Luft mehr, irgendwie. Komm nicht mehr dran an den Nippel hier, du. So, Nippel zumachen, aber das ist eh, glaube ich, hier so ein komisches, ich kann nicht mehr sprechen, keine Luft mehr. So, Nippel drin. Ja, gut, ist jetzt nicht so schön rund. Also diesen Satellitenteller, die hätten sie auch, das hätten sie auch irgendwie hier machen können dann halt, ne? Mit dem Druck. Ich meine, ist eh ein Billigding, aber ist egal. Wie kann ich mir denn hinstellen? Ja, so ja nicht. Na, doof, Alter, echt. Ja, muss schon so irgendwie, ne? Aber man könnte sich auch eine Lampe reinmachen. Wie gesagt, die Form finde ich jetzt halt nicht so toll. Aber egal, hier, Todessterne. We got Death Stars. Überall, wisst ihr? Zack, zack, zack. So, das Eis ist auch geschmolzen. Ich schieb's kaputt, Figuren auspacken, nächste Review machen, nächste Folge, wie gesagt, packen wir mal hier diesen Husk-Tuck aus. Das ist der tolle Wasserballon und ich schwöre euch, Alter, hier sieht er auf jeden Fall runder aus. Vielleicht blase ich nochmal auf, man sieht vielleicht im nächsten Video, entweder kollabiere ich oder es funktioniert dann noch so. Weil, wie gesagt, nächste Video, achso, auspacken und Geschenke gab es ja auch noch, das kommt demnächst dann auch nochmal. In diesem Sinne erstmal... Schönen Dank fürs Zugucken. Ich hole mir noch ein Eis. Übrigens gibt es auch mit Yoda. So, kommt auch nichts mehr danach. Schönen Dank fürs Zugucken. Schönen Sommer noch. Bis zur nächsten Folge. Peace out. Tschüss. So, wie immer, noch ein kleiner Nachtrag. Hab ja noch was vergessen. Hab mir halt auch einen Trödel die Sachen geholt. Aber auch so wieder was in der Stadt gefunden. Und zwar in so einem schönen Trödelladen halt. Wo es halt viele Sachen gibt. Man kann sich da Regale mieten. Kommt auch mal noch ein Special drüber. Und zwar hier: Fix und Foxy, das Geburtstagsständchen. Als hier Flexi, Dings, so eine Folienschallplatte, voll gut. Das ist die Nummer 1. Und ich weiß gar nicht, von wann die ist. Ich hatte das irgendwo gelesen. Aber wir machen da eh noch ein Special zu. Dann wird die eh gescratcht halt oder zumindest mal angespielt halt und so weiter. Ne? Und wo wir schon bei Platten sind, musste ich mir auch mal gönnen. Schön das schwarze Loch. Ja, hier Disney Dingsbums, heißt das nicht mal Disneyland? Weiß ich gar nicht. Ja doch, Disneyland halt, da gab es die Hörspiele. Hier steht, oh, Neuauflage. Korrekt, schwarze Loch Hörspiel halt, früher auf Kassette gehabt. Schön ist natürlich auch, dass hier das Buch mit bei ist, dieses Booklet. Ja, hat zwar leichten Wasserschaden, aber ey, das ist mir egal, das ist alt. Das ist, keine Ahnung, 78 oder wann ist der rausgekommen? Ja, 80, okay. Super. Da muss ich ja dann echt mal gucken. Hier steht sogar noch die Werbung drauf zu dem Schneider Filmbuch, Alter. Auch geil, brauche ich auch noch. Und interessant ist halt, Neuausgabe, wann war die Erstausgabe denn dann und so. Ne? Aber wie gesagt, hören wir uns dann auch mal an. Special drüber kommt noch. Musste ich mir die noch picken. Und zwar Mike Krüger, weil hier ist ein Track drin, alles in Dortmund. Ja, auch Review demnächst. Schauen wir mal, was der so kann. Was das für ein Track ist von 1978. Ist eine Live-Aufnahme in Dennis Penn in Hamburg. Wer es noch kennt. ja, Mike Krüger eigentlich auch immer recht amüsant halt, die alten Tracks halt und so. Und so ein Schnickschnack brauche ich eh. Und Dortmund-Lied, also musste gekauft werden. Und dann haben wir noch Johnny Whittaker, Friends. Ein Album von 1973. Und zwar ist das der Soundtrack zu einer, was ist das für eine? NBC Television Network, also eine Morning Show. Siegmund and the Sea Monsters. Ja, hier hinten sind auch ein paar Bilder. Also die Serie sagt mir auch so jetzt gar nichts. Ja, wenn man hier das Monster sieht, das ist bestimmt geil gewesen. Also ich werde demnächst mal ein bisschen recherchieren. Wenn da so schon einer was von weiß, schreibt es mir mal. Also hier sieht man und die Sea Monsters. Das war bestimmt eine super Serie und gab es die überhaupt bei uns in Deutschland? Man weiß es nicht. Ja, ja, das waren halt so die Sachen, die ich mir mal entweder gepickt hatte halt und so und ja, mal gucken, was demnächst wieder kommt. Wie gesagt, dann packe ich jetzt nochmal die Figuren aus, mache dann nochmal ein Review. Slave One ist immer noch nicht am Start, Millennium Falcon, die alten habe ich auch immer noch nicht sauber gemacht, besprochen, aber
Es kommen noch Reviews, auch wenn der Sommer heiß wird halt. Ne? Ich esse jetzt wieder ein Stormtrooper Eis. Danke fürs Zugucken, jetzt bin ich wieder raus. Peace and Justice, bis denne. Und hier, schön Platten kaufen. Save the Vinyl. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.